2015 war es vegan werden. Check. 2016 war es rogan werden. Check. Was ist es 2017? Guten Morgen. Ja, nachdem ich in den letzten beiden Jahren jeweils im Dezember beschlossen habe, etwas signifikant in meinem Leben zu ändern und damit ja eigentlich schon immer auch vor Silvester eine neue Ära in mein Leben eingeleitet habe, so wird es diesmal auch wieder etwas Neues geben. Was von der Sache her eigentlich schade genug ist, dass ich das noch nicht wirklich umgesetzt habe. Aber, und das ist eine Sache, die wir wirklich alle akzeptieren müssen, Änderung passiert nicht von heute auf morgen, in seltensten Fällen. Gerade so gravierende Umstellungen, die brauchen auch Zeit und Kraft. Man kann durchaus einfach mal vegan werden. Ich selber habe das ja bewiesen. Aber das wirklich zu verinnerlichen und als neue dauerhafte Umstellung zu vollziehen, das dauert eben. Deshalb bin ich mit der Rohkost im ersten Jahr auch nicht so schnell warm geworden. Ihr erinnert Euch vielleicht noch an die Kämpfe gegen den Rohkostgeist aus meinem Tagebuch. Blend vielleicht mal das eine oder andere Video hier oben ein. Mein Körper musste sich erstmal an das Vegansein gewöhnen und auch allumfänglich, und das dauert. Klar, jeder will möglichst perfekt sein und alles umsetzen, wovon er weiß, dass es das Beste für ihn wäre. Aber alles auf einmal, das funktioniert nur in den seltensten aller Fälle. Nun steht 2017, nachdem im ersten Jahr die vegane Ernährung und im zweiten Jahr die Rohkosternährung in mein Leben implementiert wurde, kommt jetzt die logische Konsequenz. Lichtnahrung. Nein, natürlich nicht. Diejenigen, die mich schon die ganze Zeit verfolgen, werden sich erinnern, dass ich mit dem Vorsatz, den ich für 2017 getroffen habe, schon zweimal gescheitert bin. Aber das lag eben daran, dass ich mich im ersten Jahr ans Vegansein gewöhnen musste und im zweiten Jahr an die rogane Lebensweise. Es ist die konsequente Umsetzung meiner eigenen Ideale für eine perfekte Gesundheit. Das Video findet ihr oben in den Infokarten. Es ist der tägliche Sport. Ich habe bereits jetzt schon seit ein paar Wochen einige Ansätze gemacht, um das einschätzen zu können, ob ich mir das wirklich vornehme für 2017 und ob ich bereit dafür bin. Und ja, 2017 wird das Jahr, in dem ich ohne Kompromisse jeden Tag Sport machen werde. So rum. Das bedeutet entweder ich laufe 5 bis 10 Kilometer, also mal ein bisschen was konditionell, oder ich mache 15 bis 30 Minuten Kraftsport. Aber wirklich jeden Tag. Idealerweise beides, aber das kann ich dann für mich persönlich entscheiden, aber es gibt keine Ausreden. Es gibt absolut keine Ausreden, selbst Krankheit oder sowas wird keine Ausrede sein, da Kraftsport immer möglich ist. Außer jetzt mal Extremfälle wie jetzt vielleicht voriges Jahr, wo ich mit 41,5 Grad Fieber da lag im Delirium, dann will ich entweder nur einfach sterben oder wieder gesund werden. Aber ansonsten keine Zeit oder sowas ist definitiv keine Sache. Und beim Laufen bin ich natürlich immer abhängig davon, ob die Beine ganz sind. Wie ihr wisst, habe ich ein zertrümmertes Knie. Wenn ich die Bilder noch auf der Platte habe, dann blende ich sie Euch mal ein. Was teilweise schon extreme Schmerzen macht. Und was auch vielleicht die Problematik sein wird in dieser Deutschlandwanderung, das werde ich halt sehen. Ich probiere es einfach aus. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Ich tue die Dinge einfach. Einfach tun. Einfach agieren. Und zum anderen ist mein Muskelbündelriss im Oberschenkel auch noch nicht komplett ausgeheilt. Da muss ich sehen im Laufen. Aber Kraftsport, das geht immer irgendwie. Denn irgendwelche Muskeln sind immer irgendwie ganz. Und ich mache ausschließlich Bodyweight-Übungen bis auf ja, die Hyperextensions. Dafür habe ich diesen Hyperextensions-Trainer, der einfach für die untere Rückenpartie und damit auch meinen Bandscheibenvorfall ja, einfach extrem hilfreich ist. Die Rezension über dieses preiswerte, aber mega wichtige Sportinstrument für zumindest den Durchschnittsdeutschen blende ich Euch oben in den Infokarten ein. Ich fühle einfach, dass ich bei der Ernährung gerade jetzt noch mit den Süßlupinen so den letzten Schritt im konzeptionellen Bereich erreicht habe. Weil dadurch bin ich jetzt quasi nach 2 Jahren eigentlich komplett pulverfrei. Und wer mich schon länger verfolgt wird wissen, am Anfang habe ich einfach nur noch Lust gegessen, vegan Fastfood und so weiter natürlich, und dann geschaut, oh, was brauche ich noch, und dann genommen. Dann habe ich viele Pulver getestet, ist das gut, bringt mir das was und so weiter. Aber ja, mittlerweile kann ich alle Nährstoffe, die ich am Tag brauche, auf rohköstlicher und auf einer unverarbeiteten Basis genießen, und es schmeckt mir auch.
weil ich halt verschiedene Sachen ausprobiert habe in den 2 Jahren und mittlerweile eine schöne Basis für mich gefunden habe. Natürlich kann man das am Reißbrett innerhalb weniger Tage durchführen, aber geschmacklich praktikabel umzusetzen, das ist eine Sache, die Zeit kostet. Das Süßlöpien Video gibt es auch oben in den Infokarten, also das ist wirklich so eine vollwertige Mahlzeit, die wirklich fast alles abdeckt, und ja, wer die gut findet, hat echt gute Chancen, ganz einfach seinen Nährstoffbedarf täglich zu decken. Ich spüre jetzt einfach, es ist die Zeit, Stufe 3 zu zünden und ganz konsequent meinen Körper, insbesondere die Muskulatur, besondere Beachtung zu schenken. Ab 30 Jahren beginnt gerade, was den Körper angeht, die degenerative Phase, und ich merke selber bei der Ausheilung von Muskelverletzungen und auch wenn ich mich im Bekannten, im Freundeskreis umschaue, wie ab 30, spätestens 40 die Menschen ihre natürliche Form irgendwie verlieren, dass es einfach jetzt Zeit ist. Insbesondere wenn ich Männer sehe, die irgendwie einen immer größeren Bauchansatz bekommen, also wo nicht mehr die Brust breiter ist, sondern wo der Bauch größer ist als die Brust. Und ja, das ist halt eine Sache, bei Frauen ist es die Hüfte oft, ne? Da wird so ein bisschen schwammig. Und das ist nicht nur das Bindegewebe gemeint, sondern einfach die Tatsache, dass die Menschen den niedrigen Energieverbrauch, der im Alter kommt, keinen Tribut zollen und weiter so viel essen, wie sie das gewohnt sind, in der Aufbauphase sozusagen bis 30 Jahre und dann entsprechend halt immer fetter werden. Ich habe den Anspruch an mich, mich ständig weiterzuentwickeln und alles rauszuholen, was mir trotz meiner extremen Vorgeschichte und den permanenten Schädigungen, die ich habe, auch noch möglich ist. Der Weg ist jedoch dabei das Ziel. Ich fühle mich gut, ein bewusstes Leben zu führen. Ich fühle mich gut, die Dinge anzupacken. Und ich fühle mich auch gut, wenn ich scheitere und erkenne, dass alles Zeit braucht. Ich fühle mich gut, wenn dann die Zeit gekommen ist und ich nicht mehr scheitere. Ich fühle mich gut, einen Zugang dazu zu finden, dass nicht alles strahlend sein muss. Ich fühle mich gut zu erkennen, dass ich nicht wichtig genug bin, eine Träne zu vergießen, weil ich nicht schon eher meinem Herzen gefolgt bin. Ich fühle mich gut, dass ich altere und irgendwann sterbe. Ich fühle mich gut, diesen Prozess natürlich zu begleiten und mich der Energie des Lebens anzupassen. Ich fühle mich gut, endlich zu leben. Was ich damit sagen will, es ist nicht wichtig, dass man schön und schlank ist. Es ist wichtig, dass man bewusst realisiert, was falsch läuft und sich das auch eingesteht. Wenn ich einen Speckgürtel um mich herum trage, dann läuft was falsch. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung, denn wir brauchen keinen Speckgürtel. Ich brauche keinen Speckgürtel. Ich habe immer noch einen Speckgürtel. Ich bin Minimalist und das ist ein Prozess. Ich möchte nur auf Dauer das haben, was ich benötige. Und dieser Speckgürtel, der nach wie vor existiert, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich auch nicht richtig an. Und das nicht, weil ich nicht hübsch bin. Da bin ich der Meinung, dass ich immer noch hübsch bin. Aber es ist nicht notwendig. Ich urteile nicht über andere, aber ich treffe für mich meine eigenen Entscheidungen. Wenn du der Meinung bist, dass der Speck wichtig ist, als Pufferzone oder was auch immer, ist es deine Entscheidung vollkommen zu respektieren. Ich habe meine Entscheidung getroffen und möchte 2017 jeden Tag Sport machen. Stufe 3 ist gezündet und ich freue mich darauf. Was sind eure Vorsätze?